herzlich willkommen zu Planei TV. Am Freitag, den 16. März, fand auf der Planei der Teambewerb der Nationen statt, wo Österreich bei einem spannenden Kopf-an-Kopf-Rennen gegen die Schweiz den Sieg für sich entschied. Ja, es ist schon ein bisschen anders, vor allem hat auch taktisch ist es wichtig, dass man den richtigen Läufer auf den richtigen Lauf schickt. Und ich glaube, das war heute ein bisschen unser Glück, dass wir immer die richtige Karte gezogen haben. Ist man da nervöser am Start, wenn man im Team fährt? Ja, schon. Vor allem beim letzten Lauf, wo es eigentlich ein bisschen auf mich drauf angekommen ist, war ich schon ein bisschen nervös. Ich hatte natürlich ein bisschen den langsamen Lauf, habe dann trotzdem versucht, noch alles zu geben. Aber es hat knapp nicht gereicht, aber wir mögen das den Österreichern natürlich von Herzen gönnen. Ja, ich meine, es ist mal eine ganz neue Erfahrung, aber es ist eigentlich ziemlich cool. Da zittert man bei jedem mit, wofür Österreich fährt, und das ist echt ein cooles Erlebnis. Yeah, it was a nice race and it's nice to compete with my teammates for once. And yeah, it was a great race and felt like we had a good chance to make a win here too. And was close with the Swiss guys in the second race. So yeah, but we're happy. Ja, herzliche Gratulation zu den super Läufen hier runter im Team. Wie fühlt sich das an, wenn man normalerweise ein Einzelkämpfer ist und jetzt im Team fahren muss? Ja, vor allem fahren darf bei uns in Österreich, weil wir sind wirklich sehr viel, was da fahren möchten. Und von dem her ist es super, dass es einfach so schön aufgegangen ist, dass wir wirklich alle zusammen wirklich gute Leistungen gebracht haben. Alle sehr konstant und schnell. Und ja, es ist lässig, vor allem vom heimischen Publikum.